Hallo, willkommen bei einem neuen Interview hier auf meinem Kanal. Du kannst dich gerne mal vorstellen. Moin Leute, ich bin Peter von Cripple2Go und ja, ich bin YouTuber, mache Sportvideos und lustige Videos und zeige Leuten, wie cool das Leben als Behinderter sein kann. Richtig genau. Cool. So, ja. Genau. Ich habe jetzt heute mal mit dir ein Interview. Wie immer die erste Frage bei mir: Was für ein Handicap hast du denn? Ich bin spastisch. Also, ich habe eine Spastik, aber eine ganz leichte. Ja, ich kann noch laufen. Ja. Und nur so eine kleine Bewegung. Kleines, okay. Relativ, aber nicht spastisch sozusagen. Okay. Kannst du darüber vielleicht genaueres sagen, wie du die Krankheit bekommen hast, von Geburt an oder erst später in deinem Leben? Also, die Spastik habe ich von der Geburt. Also, die Spastik habe ich seit meiner Geburt. Und, bei der Geburt habe ich halt vergessen zu atmen, sage ich immer. Also, ich hatte einen Sauerstoffmangel und dadurch sind Nervenzellen beschädigt, die für die Steuerung des Körpers zuständig sind. Okay. Auf jeden Fall, nimmst du dafür irgendwelche Medikamente oder bist du dafür irgendwelche Behandlung? Nö, ich bin eigentlich vollkommen drogenfrei. Ich habe Krankengymnastik zwischendurch, wenn ich wollte, also müsste ich haben. Aber ich mache halt auch viel Sport und bewege mich viel und dadurch wird das halt besser. Genau, also wie voll sehr wichtig. Sport ist immer gut. Genau, Sport an dieser Stelle hier immer gut. Ja. Hast du vielleicht Bekannte oder bekannte Umfeld bei dir in deiner Nähe, andere Menschen mit einem Handicap? Ja, so als Behinderter kennt man ja viele Behinderte. Und ja, aus der Schule kenne ich ein paar, aber. Okay. Ich habe einige auch Freunde, die ein Handicap haben, mit denen man viel unternehmen. Ja. Mit denen man viel unternimmt und ja. Okay. Aber ich hab, ja. Was unternehmst du dann so mit deinen Freunden, wenn du Freizeit hast? Ja, Standard mit dem Essen. So. Ich reise ja viel, ich bin ja auch im Reisegebiet, also bin ja überall in Deutschland unterwegs. Nehme ich mal einen Freund mit und wir fahren nach Hamburg, Berlin oder München und gucken uns die Stadt an. Oder gehen ins Kino. Was man so. Genau. Unternehmen kann. Wie gehst du denn eigentlich damit um, wenn jetzt andere Menschen, die jetzt, sag ich mal, mit das Thema Behinderung noch nicht so viel Erfahrung haben, wenn die Menschen dich komisch angucken oder jemandem blöd ansprechen, wie gehst du denn damit um? So, ich bin der Meinung, Menschen, die nicht so viel mit Behinderung, mit behinderten Menschen zu tun haben, die sind unsicher. Und wenn mich jemand anguckt, dann ist er neugierig und das ist gut. So. Und wenn einer mich dumm anspricht, dann ist er unsicher. Und ich finde, man muss damit locker umgehen. Wenn jemand was fragt, dann beantworte ich die Fragen. Und wenn man halt nicht verklemmt ist und keinen Stock im Arsch hat, sagen wir so, dann ist das das Miteinander und viel einfacher und die nicht behinderten Menschen, die können besser damit umgehen, als wenn sie immer sich Gedanken machen müssen, was ist jetzt politisch korrekt, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Man darf alles sagen. Und wir als Behinderte müssen nur offener damit umgehen.
Genau, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Nur eben, ich würde einfach so als Tipp geben, einfach ganz offen mit derjenige umgeht, falls sie Frage haben sollte, einfach anspreche. Könnt gerne Genau. alles fragen. Nur halt eben, es gibt ja so Leute, dann sage ich mal, die tun einem mit Absicht Mobbing, sage ich mal, mit Absicht Hänseln, und zwar bewusst. Mal an Ja. dieser Stelle angesprochen, was hast du denn vielleicht deine Schule oder so mit das Thema Mobbing mit Erfahrung? Bei mir ist das halt so, gemobbt, so richtig gemobbt wurde ich nie. Aber ich war nicht immer der Beliebteste in der Schule. Okay. Am Anfang meiner Schule. Am Ende war ich einfach nur ein cooler, weit beliebter als am Ende war ich beliebter als am Anfang. So. Okay. Aber das ist, ich denke, wenn man gemobbt wird, ist dumm, Mumm ist richtig dumm. Aber man müsste darüber, also man muss lernen, darüber stehen. Also ich habe gelernt einfach, wenn du mit dir selber im Reinen bist, wenn du dich selber magst, wie du bist, wenn du als Mensch, egal ob du eine Behinderung bist, hast oder nicht, egal ob du dick, dünn, blond, braunhaarig bist, du bist perfekt, wie du bist. Wenn du das weißt, so, dann kann dich auch keiner mobben, weil wenn dann einer kommt, ey, du bist dick, sag ich, ja, bin ich, aber du bist blond. So. Und blond ist gleich blöd. So. Ja, Und okay. man muss halt überstehen, man muss einfach, es ist schwer, man muss das lernen, aber ich habe halt, ja, ich wurde halt auch nicht hart gemobbt, also ich hatte immer Glück im Leben, so. Ja, finde eine gute Einstellung und diese Stelle mal, also sage ich eigentlich auch immer mal, derjenige sagt zu mir, dass ich dick bin, oder derjenige sagt, Mann, bist du behindert? Dann sage ich, ja, ich habe eine Behinderung. Und? Noch Frage? Das fragt derjenige da auch gegenüber. Früher bei YouTube wurde ich auch sehr, sehr oft gemobbt wegen meinem Sprachfehler, weil ich wollte nicht anerkennen, wollte auch nie groß an die Glocke hänge. Und da habe ich irgendwann bei die Kampagne mitgemacht, Hashtag Wieeinander. Falls noch irgendwelche Leute was sagen tut, da war so mein Gaming-Kanal, die Seite, wo ich halt da Let's Plays gemacht habe, bis heute noch weiterhin. Wurde ich sehr, sehr viel gemobbt und da habe ich irgendwann mal ein Video gemacht und habe alles gesagt, was meine Behinderung ist und was er so tut und macht. Und seitdem wurde ich auf dem Kanal nie wieder mehr gemobbt. Weil das Ding ist einfach, auch wenn du hier, sag ich mal, Videos machst, wenn man damit offen umgeht und man sagt, was man hat, da hat der Anführungszeichen Hater, sag ich einfach mal hier im Internet, keine Chance, dich zu haten. Weil der Hater ja, was, der konnte mich dann wegen meinem Sprachfehler, den ich habe, haten, weil ich einfach nie gesagt habe, dass ich einen Sprachfehler habe. Genau. Und deswegen hat er genau diesen Schwachpunkt, weil ich das dann nicht groß in den Glock hängen wollte, aber mir hat es hier gehänselt. Und dann habe ich das einfach in öffentlichem Video gesagt, so am Anfang, sogar in die Kommentare geschrieben, den Text. Und seitdem dann habe die Hater halt eben keine Angriffsfläche mehr, um halt eben dich anzugreifen oder irgendwie zu attackieren, sage ich mal. Genau. Ja. Ja, und halt, da bin ich halt so, geh, steh zu dem, was du bist. In meinem Fall, ich bin Spasti, aber ein gut aussehender. Und deswegen, ja, bin ich so, wie ich bin. Ja. Ja, vollkommen deine Meinung. Man, jeder ist ja so, wie er ist. Man kann natürlich nichts für sein Handicap, ob er ist dick oder blond oder braunhaarig, ist da mal ganz egal an dieser Stelle hier angesprochen. Du hast ja den Roy Krauthausen Ja. interviewt, ne? Ja, Und genau, habe ich. der sagt ja auch, eine Behinderung ist wie eine Haarfarbe, ne? Also im Prinzip eigentlich schon. Man lebt nur ein bisschen anders. Genau. Weil ich, man lebt anders, man lebt genauso wie jeder andere gesunde Mensch Ja, aber auch.
man halt braucht für Sachen länger. Nur, ja, man muss halt Natürlich. lernen, das Ding, ja. Bei gewissen Behinderungen, sage ich mal, braucht man schon etwas länger. Und es gibt ja noch ganz, ganz viele Menschen. Zum Beispiel, ich gehe zu die Person hin, die sagst du mir, kannst du nicht lesen oder so? Dann sage ich, ja, ich kann nicht lesen, ich bin ein Analphabet. Dann mache ich erstmal so große Augen, gucke mich dann so an. Alter, willst du mich verarschen? Und ja, und ich lese halt eben über das Programm, das nennt sich Google Übersetzer. Damit kann ich mir meine Texte vorlesen lassen, so wie bei dir zum Beispiel über Facebook. Und ich kann damit auch meine Texte reinsprechen. Dann habe ich hier den Text über Google Übersetzer und da kann ich das überall hinkopieren, wie auf Facebook oder sonst wo. Wie stehst du eigentlich da so, wenn man so ein Hilfsmittel benutzen tut als Analphabet? Ja, ich bin der Meinung einfach, dass man das Ziel, ein Ziel hat, egal welchen Weg man nimmt. Wenn man am Ziel kommt, ist es egal, ob man Hilfsmittel nimmt oder nicht. Nur hat es einen Weg gefunden, das Ziel zu erreichen, mich anzuschreiben. Ne? Über Google Übersetzer. So. Ich benutze auch Hilfsmittel, um mein Ziel zu erreichen. Jetzt habe ich kein Beispiel im Kopf, aber egal. Und das finde ich gut. Sei kreativ, such dir einfach. Wenn ein Mensch kreativ ist, dann findest du immer einen Weg, dein Um Ziel daraus zu zu kommen. erreichen. So. Genau. Und das ist so Genau. meine Meinung und finde ich total Google cool so. Übersetzer, Google Übersetzer benutze ich ja außerdem schon seit sehr, sehr vielen Jahren, mal davon abgesehen. Ja. So, an dieser Stelle hier möchte ich gerne mal das Interview beenden und danke, dass du dabei gewesen bist. Seinen Kanal werde Ja. ich mal unten für euch verlinken. Könnt ihr liebe gerne mal vorbeischauen. Lasst auch gerne mal ein Abo da und guckt mal seine Videos an. Sind auch coole Videos dabei, wie ich finde. Kannst du gerne noch verabschieden? So Leute, in diesem Sinne, vergiss nie, hab Spaß im Leben und danke für das Interview. Voll cool mit dir zu reden und ja, ciao. Gut, kein Ding, da sage ich mal, wie gesagt, schaut doch mal vorbei. Die Links stehen unten in die Videobeschreibung. Genau. Und der wird bestimmt auch, wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet, könnt ihr es gerne unter das Video gerne stellen. Wird auch gerne bestimmt mal beantworten. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein. Ciao.